Eispalast Westturm. Dann ist, glaube ich, im Süd- und im Ostturm und jetzt im Westturm, ne? Okay, Viridium ist noch da. Ich dachte gerade, hä? Wo ist Viridium? Okay. Alter. Daddy, dein Damage ist schon gar nicht mal schlecht, ne? Oh, Verwirrung. Au. Okay. Huh. Trainings. Ach ja, genau. Wollte ich auch allein setzen. Kann ich? Genau, ich kann mit B öffnen. Trainingssamen mir geben. Trainingssamen Teddy geben. Trainingssamen. Nein! Oh, egal. Hätten wir gerade noch einen aufgehoben. Noch ein Trainingssamen für Viridium. Ach, da unten! Lol, wie schnell warst du denn bitte gerade hier? Doppelhieb. Ist zwar schon auf 6, aber das ist egal. Was hat Teddy gerade? Hat Teddy nicht gerade Walzer eingesetzt? Oder hat Teddy so eine... Oh, wehe, Alter. Ja, Teddy, das lief gar nicht gut, weil du doof bist, ey. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Was für eine Kackattacke hat denn Teddy gerade eingesetzt? Kann ich hier nicht? Nee. Kopfstoß wahrscheinlich, ne? Ist halt übel stark, aber setzt es... Oh, muss ich gleich deaktivieren. Oh, wie dumm. Na, was haben wir so verloren? Okay, die ganzen Bänder haben wir noch. Negative Zustände, okay. Tempo, ist okay. Wir haben noch alles Wichtige dabei, alles klar. Oh. Also... Warum ist denn die KI nicht schlau genug, um zu wissen, okay, wenn ich das jetzt einsetze, dann sterbe ich selber. Boah, ist doch dumm. Tut mir leid, Leute. Dieses Spiel ist... Ach, es macht einfach nicht mehr Spaß. Es macht nicht wirklich mehr Spaß, lala. LOL! Oh, so ein Zoroark zu haben, das wäre cool. Aber wir sind leider schon zu viert. Ich glaube, es wird sowieso nach Hause geschickt werden, oder? Belebersam, danke. Immerhin etwas Gutes mal gefunden. Das ist ja mal... Wow, Highlight, ey. Oh, das ignorieren wir, würde ich mal sagen, ne? Hier ist nichts, alles klar. So, gehen wir weiter. Hier ist kein Pokémon im Raum, nein. Bisbark. Zack. Tschüss, Bisbark. Da sind die ganzen Trainingssamen auch useless gewesen, ne? Aber komplett Bude, ey. Ich hab ein bisschen Angst. Wow. Im Morgen auf 37. Schöne Sache. Ach, der Text. Ach, der Text. Danke. So. Doppelhieb ist halt schon auf Level 6, Alter. Ich will mal wissen, ich würde ganz wissen, was das Max-Level ist, tatsächlich, für Attacken. So, ich schätze nicht, dass es bis ins Unendliche geht, oder? Also ich würde jetzt grob schätzen, dass das Max-Level so 10 ist, oder sowas in der Art. Hier kommt kein Raum mehr, okay. Ach, Treppe. Ganz versteckte Näge. Ganz versteckte Näge. Alles klar. Ach komm. Bei mir setzt er wieder Heuler ein. Willst du mich verarschen jetzt? Jetzt komm her. Er bewegt deinen Kackhintern her, Alter. Meine Güte. So.
Ich weiß halt nicht gerade so, was ich viel so kommentieren gerade soll. Wir müssen halt weiterhin durch die Dungeons durch, ne? Ist halt... ja. Ja. Ach man. Also ich hoffe, die Kämpfe werden gleich... also die nächsten Kämpfe werden nicht auch noch so richtig behindert wie... nein, och. Danke. Wie der Kampf gegen Schnurgast. Als ob das genau natürlich... jetzt macht es auf einmal 49 Damage anstatt 47. Ich dachte auch... ach, Mann. Oh, du mit deiner verkackten Wasserdüse, ne? Es tut mir leid, Leute. Es macht keinen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Es ist so gar nicht. Es tut mir so leid. Ja. Ist klar. Ganz vorsichtig gehen jetzt. Treppe, okay. Ja. Es tut mir leid. Ich habe nicht mehr wirklich viel Spaß in dem Spiel, tatsächlich. Habe ich ja auch schon des Öfteren erwähnt, ne? Hui. Es ist halt... weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aua. Gott, so ein bisschen Angst mit meiner KP, tatsächlich. Was wollte ich sagen? Irgendwas eben noch die ganze Zeit zu dem Kämpfen. Achso, genau. Ja, ich hoffe, die nächsten Kämpfe werden nicht so richtig behindert. So wie jetzt gerade der Kampf gegen Schnurgast. Und ich hoffe halt tatsächlich, dass das Spiel nicht mehr lange geht. Ich hoffe es sehr, dass das Spiel bald vorbei ist. Noch so 2-3 Parts oder so vielleicht, ich weiß nicht. Aber... ja. Daran merkt man, wie wenig Lust ich auf das Spiel habe. So. Also es ist halt... ja. Ja. Ich will es halt nicht beenden. So. Also ich will jetzt nicht das Projekt noch abbrechen, weil ich ja weiß, okay, es ist bald vorbei. So, die Hauptstory, ich glaube, danach geht es noch weiter mit einer Nebenstory oder so. Ist ja normal. Aber... so, es lohnt sich nicht, das Spiel jetzt noch groß abzubrechen, wisst ihr? Deswegen. War das der letzte? Es war ein harter Kampf. Doch das dürfte es gewesen sein. Aber das waren wirklich viele Gegner. Nach Tara. Ist doch jetzt egal. Da drüben. Siehst du das auch? Was ist das? Sehen wir uns das mal genauer an. Okay, ich gern. Nee, schade. Na, wo sind wir hier? Das sieht aus wie ein Turm aus Eis. Aber der gesamte Turm scheint irgendwie unter Strom zu stehen. Und sieht das da nicht verdächtig nach einer Tür aus? Das sieht so aus, als solle in dem Turm irgendwer oder irgendwas festgehalten werden. Sag mal, Nachtara, all die Gegner vorhin, haben die vielleicht diesen Turm hier bewacht? In dem so ist, da muss hier drin etwas sein, das für sie sehr wichtig ist. Sag bloß, der killte gern. Wer weiß, als sie zuvor im Eispalast waren wir der Meinung, der Riesenkristall müsste sich noch weiter oben befinden. Aber deswegen ist es noch lange nicht unmöglich, dass er hier ist. Ach, Tara hat die Tür untersucht. Sieht ziemlich stabil aus. Aber wenn wir von dieser Seite etwas Druck ausüben, können wir sie vielleicht öffnen. Du willst sie rammen? Na gut, versuchen wir es. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Psyana. Das sollte die schnellste Methode sein. Auf drei geht's los. 1, 2, 3. Boah. Erstmal reingerollt. Wunderbar, das sollte geklappt haben. Ja. Sind das...
Zugangskarten. Nach Tara. Zugangskarten. Und es sind die gleichen, die wir unter den ganzen Eisblöcken gefunden haben. Nach Tara. Dort drüben. Da liegt jemand. Hey, bist du in Ordnung? Was für eine Erleichterung. Er kommt zu sich. Ihr seid wirklich gekommen. Danke. Ich war mir nicht sicher, ob jemand kommen würde. Dann ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Wir müssen schnell weg von hier. Du bist ziemlich erschöpft. Mute dir nicht so viel zu. Nach Tara. Dieses Pokémon ist das. Ja, das kann nur Keldeo sein. Woher? Kennt ihr meinen Namen? Keldeo. Okay. Ich habe ein anderes Pokémon erwartet. So bei dem Namen Keldeo. So, und bei der Vorgeschichte, sag ich mal. Aber gut. Unsere ganzen AP sind wieder aufgefüllt, ne? Dadurch, dass jetzt eine Zwischensequenz kam und wir nicht mal aus dem Dungeon waren. Das ist weird, aber auch cool, tatsächlich. Finde ich gut. Aber das macht die ganzen Top-Elixiere so überflüssig, habe ich das Gefühl, ne? Ich glaube, ich habe nicht ein Top-Elixier bisher benutzt. Deswegen habe ich auch so viele. Aua. Ach komm. Bist aber doof manchmal. Nein. Na, och, danke. Emolga ist manchmal echt ein bisschen doof. Rennt exakt in den Gegner. Roll um, möchte ins Team. Nein, du kannst heute leider nichts umrollen. Tut mir leid. Oh. Vitalorb und Belebersam. Danke. Belebersam. Gibt's auch so selten, die Dinger, ne? Ich hätte mir am Anfang einfach jedes Mal, wenn einer im Job war oder so, einen kaufen sollen. Und ich hätte mir noch mehr holen sollen bei dem Händler da, bei dem Goldbarren-Dude. Weil da habe ich mir ein paar geholt, aber nicht genug, wie es aussieht. So. Aua. Aua. Zack, zack. Jetzt bin ich verbrannt. Aber wir haben noch eine Frage, ja, Beere dabei, ne? Ja. Merken? Ach, kacke, geht nicht. Ich wollte gerade sagen, merken. Eine Attacke einsetzen, die das Pokémon nicht berührt, weil durch Berührung brenne ich. Aber ich habe nur physische Attacken. Das ist ein bisschen... Oh, was? Hier ist noch wirklich ein Raum mit der Treppe. Was? Alter. Okay. Ich wollte erst doch nicht lang gehen, aber gut, dass ich es gemacht habe. Also Doppelhieb ist halt so die komplette Main-Attacke, ne? Ist halt echt OP, Alter. Doppelhieb ist eine krass OP-Attacke, finde ich. Also macht halt des Todes viel Damage. Und... Ja. Ne? Also allein eine Instanz macht schon übel den Schaden, wie ihr seht. Das ist halt krass. Gigantisch. Ja, cool. Aber nein. Ja, eine Instanz macht schon Schaden. Des Todes. Die zweite dann noch mehr. So ist die Doppelkick. Nur stärker, finde ich. Oder? Noch? Oh mein Gott, danke. Wir werden mal mit Belebersamen beschenkt hier. Holy. Dankeschön, Spiel. Danke. Okay, in der Mitte des Dungeons, wie es aussieht. Können wir nochmal gucken, was wir so ablegen können. Ich behalte, glaube ich, alles. Ja, die haben Arena-Beere nicht. Und so viele Top-Elixiere brauche ich niemals. Ein Fliehop kann ich weglegen. Der Duzo? Achso, ja, das ist okay. Die Boxen, alles klar. Und ich nehme nochmal bitte ein paar Fragia-Beeren mit. Hätte ich niemals erwartet, dass ich die wirklich mal nutzen werde, so viel auch. So Fragia-Beeren, das ist ein Ding. Ja, das ist ein Ding. Ich hab die ja sonst in den Mystery Dungeon teilen. Okay. Nie benutzt. Weiß
Weiß ich nicht, weil fand ich immer unnötig. Man hat sich immer gegengerackt und so wirklich krass waren die nicht. Aber hier reckt man sich doch gegen Feuer nicht gegen, oder? Oder bin ich doof? Doch, gegen oder reckt man sich gegen Feuer gegen? Ich weiß es nicht. Verdammt. Ich habe nur Pilze von Sinelbeeren benutzt. So viel weiß ich. What? Okay, der ging ja mal voll daneben. Der ging richtig daneben gerade, der Angriff. Ich will mein Georockbrock wieder. Yes. Oh. Och, komm. Kommt da auch noch ein Pokémon raus. So, wir sind, glaube ich, gleich oben. Wahrscheinlich wieder E12, oder? Ich denke schon. Spiegelcape. Zack. Wirkt ja nur Spiegelcape und Konter, ne? Sind doch die beiden Attacken, glaube ich, ne? Die es da gibt. Die wirken erstens, ja gut, Spiegelcape erstens nur bei psychischen Attacken, also speziellen Attacken, und Konter nur bei physischen, aber auch wenn das Pokémon dabei stirbt, zählt es, glaube ich, nicht mehr. Oh. Doppelkick ist auch so geil, ne? Ich glaube, ich werde für den Kampf gleich oder so. Also ich schätze, wir müssen gegen Somnium zu kämpfen, ne? Weil da gibt Sinn, die stellen uns ja gerade eh eine Falle. Alter. Nice Teddy. Werde ich, glaube ich, so für Viridium nur Doppelkick aktivieren oder so. Ich habe ja bei Emolga, glaube ich, auch. Warte mal. Habe ich nicht die ganzen Attacken sogar noch deaktiviert hier? Ja genau, Aeroas und Ruckzuckhieb sind deaktiviert, Donner und Schockwelle sind halt der Shit. Doppelkick und Zauberblatt. Ja, belasse ich dabei. Was ist der Teddy alles aktiviert? Ich glaube, Gewissheit mache ich bei Teddy weg. Jetzt lass sie noch da, weil, ja, jetzt noch gut. Aber Gewissheit mache ich gleich bei Teddy weg, glaube ich. Ich vermisse diese Link-Attacken ein bisschen, ne? Die waren cool. Konnte ich ja, glaube ich, hier nicht machen, irgendwie. 37. Ist nett. Ist nett, ist nett, ist nett. Ja, Teddy auch. Level 38, ne? Jo. Entwickeln können wir uns wahrscheinlich auch erst wieder, wenn wir eine Quest, so, beziehungsweise so eine Questreihe nach dem, nach der Hauptstory abgeschlossen haben oder so, ne? So eine Nebenstory noch abgeschlossen haben. Dann können wir uns wahrscheinlich erst entwickeln. Aber das spiele ich nicht mehr, Leute. Es tut mir leid, das mache ich nicht mehr. So. Treppe, sehr gut.